Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Oh, danke, Clara. Das mache ich unglaublich gerne. So, dann haben wir mehr von dem Zeug da. Dann mache ich das Zeug einfach noch hier hin. Oh. Und dahin und okay, dann dahin. So, hier natürlich auch noch. Oh, hier sind aber viele Knöpfe. Ich muss alle mal drücken. Ah, hier gibt's einen Würfel. Okay. Keine Ahnung, was der da macht. Ah, okay, okay. Oh nein, ich weiß, was wir da machen müssen. Das ist gar nicht gut. Oh. Oh nein. Ja, du siehst es. Okay. Na dann. Es ist das gelbe Portal. Warte, ich muss mal kurz überlegen. Soll ich erst den Knopf drücken und dann das Portal schießen oder erst das Portal schießen? Ich glaube, ich muss erst das Portal schießen, deswegen kann ich auch hier. Yep. Oh, ich war nicht schnell genug. Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das? Ja, was? Typisch Mensch. Okay, erst Knopf dann. Ich glaube nicht erst Knopf. Ich glaube, das schaffen wir dann zeitlich nicht mehr. Weil warum sollte sonst genau hier zufälligerweise dann dieses orangene Zeug sein? Ach so, ja okay, ja, das klingt schlau. Ah ja, stimmt, du kannst ja auch das gelbe Portal gar nicht wegmachen von da hinten, okay. Sekunde, ich mach's mal von hier, dann bin ich ein bisschen näher. Du sollst den Knopf drücken und mit der Geschwindigkeit dann wieder zurückkommen. Ja, stimmt, das könnte auch sein. Das klingt auch nicht schlecht. Ah, du hast die Geschwindigkeit schon gut. Verkackt. Sekunde. Okay, ich muss warten, bis das Teil wieder ausgegangen ist, sonst kann ich es nicht wieder anschalten. Oh. Ach, ja, ja klar. So. Bin ich fast runtergefallen. Okay, ich renne. Würfel, Würfel! Nein, du fällst runter! Nein, du fällst jetzt runter! Nein, ich hab den Würfel nicht bekommen! Oh nein! Okay, also, nächstes Mal musst du ganz nach vorne laufen, den Würfel holen, dann so schnell wie möglich da wieder verschwinden. Ja, wo muss ich dann überhaupt hin? Einfach, einfach wieder zurück, möglichst weit zurücklaufen wieder. Bis du halt wieder da, Boden unter deinen Füßen hast. Ah ja, okay, okay. Einfach so schnell wie möglich wieder wegrennen, wenn du den Würfel hast. Jo. Ich renne. Nein, lass mir Zeit. Nein. Egal, schnell, schnell. Das war knapp. Okay. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Nur du. Die meisten sind gute Testsubjekte.
Ich glaube, auf 1 Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. Shoutouts gehen raus an Portal 2 Singleplayer. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Oh, wir müssen toll. Also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Oh, oh. Jetzt haben wir keinen Würfel mehr. Na toll. Mensch, das ist die Frage, hätten wir einen Würfel gebraucht? Oh Gott. Das war knapp. Okay, da unten kann ich aber auch kein Portal hinmachen. Also muss man da hin. Hui! Okay, also muss man wahrscheinlich. Enttäuscht mich nicht. Findet die Tür zur Kammer. Findet die Tür zur Kammer. Stefan, das sieht ja trotzig, ey. Weißt du, wenn man irgendwie schnell genug von da hinkommt und dann darüber jumpen kann? Meinst du so? Nein. Okay, ja, drück mal den Knopf. Ah, okay. Dein zweites Portal muss hier hin. Also bei dir auf die Seite. Ach, hier, ja. Okay. Das war das falsche Portal. Das habe ich nicht gemacht. Oh. Es ist zu spät. Okay. Versuch Nummer 2723. Das ist schön. Probier's nochmal mit dem oberen. Vielleicht treffen wir dann auch diese eine Stelle da noch. Mhm. Okay. Tja, dann nochmal da unten. Ja, nee. Wird schon passen, so denke ich dann. Ach so, ja, das ist wahrscheinlich wirklich genug Anlauf. I will try. Au. Jo, das passt. Kann ich mit den Türen was machen? Ich bin auf dem Geländer gelandet. Oha. Nein! Tschüss! Oh. Dann halt nicht. Ah! Da siehst du mal, ich war. Erfolgreich, danke! Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Ach so, da unten kann man da unten weitergehen oder ist das jetzt, ich muss da rüber. Nee, ich muss da hinten hinjumpen, ne? Sekunde, ich glaube, hier hinten ist eine Portalfläche. Ja. Okay, ich gehe mal darüber. Ja. Und schau mal, wo ich von hier aus hinkomme. In der Richtung ist ja mal nichts. Oh, hier aber. Okay, du musst springen. Du musst mir vertrauen! Spring! Spring, okay. Ich fang dich auf! Nahe genug dran. Okay, jetzt muss ich das Ganze selbst machen. Oh. Ich hab mein zweites Portal nicht umgesetzt. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Ja, jetzt kommst du ja wieder vorne raus, oder? Dann kannst du jetzt springen. Nee, warte. Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Nee. Wie kommst du denn auf die komische Idee? Ich fang dich. Knapp. Erinnert mich an meine Geburt. Jetzt wird's kompliziert. Oh. Schau mal
dahin. Erinnerst du dich noch daran, was das für Schalter sind? Oh. Richtig, die Schalter, die wir auf die Sekunde genau gleichzeitig drücken müssen. Und da kommen wir nur hin, wenn wir diese Plattform beide aktiviert haben, gleichzeitig, und die laufen auf Zeit. Gegenfrage. Wer baut Schalter an diese Stelle? Ich hab keine Ahnung. Jemand, der lebende Menschen nicht mag. Ich meine, stell mir vor, wenn wir Menschen wären. Das probierst du nicht zweimal. Oh, jeder von uns hat was Eigenes zu tun, kann das sein? Ja und nein. Ich komme da noch nicht rüber. Du musst erst das bei dir aktiviert haben. Die zwei Schalter sorgen erst dafür, dass wir da hinten aufbekommen. Wo ich gerade war. Okay, ich weiß auch schon, wofür wir das brauchen. Genau dafür. Na, okay, vermutlich da, wo man auf die Markierung setzt. Hui, das war doof. Das war es irgendwie nicht. Oder kann ich das doch weiter vorne setzen? Geht das nicht? Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ja, auf der anderen Seite. Ja, ich sollte das Portal mal von der Seite angucken. So, jetzt müsste es gehen. Oh, okay. Da bin ich voll gegen geklatscht. Au, au. Okay, dann ist es halt doch hier. Mein Gott. Okay, ich habe da jetzt irgendwo ein Portal gesetzt. Oh ja, das ist schön. Wir können durch das Portal eigentlich direkt da hoch. Stimmt. Oh nein. Komm zu mir. Nee, der kommt so nicht zu uns. Ah, wir müssen ihn einflubbern, oder? Flubber ihn! Ja! Komm zu Papa. Schön. Das ist ekelhaft. jetzt müssen wir da rüber, denke ich. Dann nehme ich Cubie den Cube mit. Sekunde, lass mich erstmal schauen, was hier hinten ist. Nicht, dass du da hergehst und... Oh. Ah ja, okay, ich weiß was... Oh nein. Ja, ich weiß. Genau das ist der Mechanismus, der die Zeit ausmacht, die wir haben, um da oben genau gleichzeitig entlang zu laufen. Oh nein, das heißt, Cubie, der Cube, ist ja sogar wichtig für uns. Okay, ja, da muss ich mir aber kurz gut zureden. Also, Cubie, du gehst jetzt da runter und enttäusch uns nicht. Sekunde, ich setze das Portal mal ein bisschen um. So. Wait, aber warte mal, wo müssen wir denn dann? Hier lang. Ach, okay, cool, das ist ja gleich hier, okay. Welchen Weg willst du, links, rechts? Das ist eine harte Entscheidung. Ich laufe hier einfach rechts rum. Okay. Okay, dann lasse ich Cubie den Cube gleich los. Willst du noch letzte Worte an ihn richten? Du schaffst das! Auch wenn du nur ein Cube bist! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Wir alle haben unsere Ecken und Kanten. Jetzt wird's mir leider ein bisschen zu schmierig. Aber ab und zu läufst du trotzdem rund. Okay. So. Und los, viel Spaß beim Cube. Los! Komm mit, die gehen auch wieder aus. Bist du da? 3, 2, 1! Nein! Okay, wir machen diesmal 2-1 nur und nicht 3-2-1. Okay, ach, wir müssen ja noch... Oh nein. Ja, wir müssen jetzt leider nochmal das meiste davon wieder machen, aber ist nicht so schlimm. Okay,
Cubi. Komm hier zu mir einfach. Cubi. Wo bist du? Ich will Cubi den Cube. Oh, der fällt da runter. Okay. Tja, das war's mit Cubi dem Cube. Ja, der fällt da ins Nichts. Ja, dann müssen wir seinen Cousin holen. Seinen französischen so. Cousin. Sein französischer Cousin Kirby, der Cube. So, hast du... Ah, nee, ich muss das zweite Portal ja da hinten setzen. Nein, ich komme da jetzt nicht dran. Toll. So. Lass mich das doch einfach setzen. Oder so. Ah, Kirby. Der Kirby. Jetzt müssen wir darüber. Und also. Darunter. Oh, warte. Oh. Okay, Kirby, du... Du also machst eigentlich, das. Eigentlich hat ja auch Kirby das schon cool gemacht. Nur ja, wir waren doof. Ja, aber sein Cousin schafft das. Ja, Cousin. Los. Oh. Trau dich. Los. Das ist okay. Okay. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh. Diesmal rennen wir so schnell wie wir können. Und ich mach nur 2-1. 2-1. 1, los. Nein, ich bin daneben gefallen. Ich nicht. Egal. Geschafft. Jetzt enttäuscht mich nicht. Keine Angst, Lados, ich bin sicher, dass ich dich enttäuschen werde. Ich gebe mir mein Bestes. Achso, das war's schon, oder wie? Für die Hälfte. Ungefähr. Oh. Jetzt oh. Wird's lustig. Überleben wir das? Nein. Okay, das geht so nicht. Ah, okay. Geht das hier? Auf der anderen Seite gibt's noch mal ein bisschen von dem Glutzeug. Nee, ja, aber wir müssen das irgendwie dahin bringen. Ja, okay, warte, aber wenn wir da, wo jetzt das Schwebeding ist, wenn wir an die Stelle... Wie hast du das da hingekriegt? Ja, wenn ich hab mich da einfach durch... Das Gelzeug feuern und das haut die Dinger um? Ja, aber das fliegt nicht überall hin, glaube ich. Aber weit genug. Ja, zu weit. Ich will einfach mal das Zeug noch mal überall hinschießen. So. Vielleicht können wir hier auch irgendwas damit machen. Wir brauchen irgendwie mehr Bums. Ich weiß nur nicht wie. Ach, guck mal, hier ist auch eine Fläche. Das heißt, einer von uns kann vielleicht da hinten hin fliegen. Aber hier ist ja nichts mehr. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt halt hier rüberspringe, dann werde ich instant angeschossen von denen allen. Ja. Oder? Ja, ja. Oh, die sind sehr schnell. Das hat effektiv... Warte, was macht? Ach! Hast du einen Weg gefunden? Nee. Obwohl. Ach nee, ich darf ja nicht da durchschießen. Oh. Ja, das ist ja das Problem. Oh, obwohl, damit dreht man das um. Könnte uns das in irgendeiner Form helfen? Keine Ahnung. Ich meine, das Problem ist, wer auch immer ja hier steht, kann ja nicht auch dahin. Oh lol, was habe ich jetzt gemacht?
Oh jo. Jo, spring da durch. Und dann fliegst du vielleicht über den ihren Köpfen. Ah ne, tust du nicht. Oder fliegst du damit über den ihren Köpfen weg? Sollen wir es mal probieren? Ja, schadet ja nichts. Okay, so springe ich nicht. Warte, ich stelle mich... Nee, oder? Nee, so hoch kann ich gar nicht springen. Oder können wir das Gel... Warte, wir können... Oh jetzt habe ich's. Ich hab's. Warte, die hauen dich jetzt weg. Aber ich hab ne Idee. Okay. Bin gleich wieder bei dir. Nee, warte. Ah. Hast du einen Plan? Ja. Nein, der funktioniert. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist die Lösung. Okay, genau. Okay. So, und jetzt kann ich... Okay, wenn du da... Okay, du bist da. Jetzt kann das ausgehen und du dürftest jetzt ewig so hoch springen. Ja, ich glaube schon. Okay, jetzt komme ich drüber. Ich versuche das zu kontrollieren, dass ich mich jedes Mal wie so ein klein wenig hin und her bewege. Ich hoffe, das schaffe ich so lange. Okay, und jetzt setze ich hier ein Portal, stell mich hier drauf und setze hier ein Portal. Und jetzt dürftest du... Okay. So, wie komme ich jetzt zu dem? Ich glaube, das musst du noch nicht mal zwingend. Ach so, da ist gar nicht der Ausgang. Nee. Nee, ich muss da oben nur einen Knopf drücken. Und was hat er gemacht? Komm mal zurück. Auf egal welche Art, du kannst dich theoretisch auch umbringen. Ach so. Ah. Ach, das. Ach, okay, okay. Der Knopf okay. Hat genau das da gemacht. Ah ja, okay. Nur das Blaue. Das Orangene war noch von eben. Mhm. War das gut? Ja. Ja, ja. Du musst auch rüberkommen. Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Okay, Sesam, öffne dich. Ja, ich glaube, so funktioniert das nicht. Versucht es. Wir müssen menschlich sein. Beide, glaube ich. Nicht aufgeben. Gleichzeitig. Geschafft. Ja, das war sehr menschlich. Das mit der Brezel meinst du? Schicke Cutscene. Geschafft. Ihr habt's geschafft. Das Testen hat sich gelohnt. All diese Testsubjekte. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Nun zur Wissenschaft. Und da sind wir bei den Credits tatsächlich.
sehen wir die Akten ein. Ziemlich viele Errands. Ja. Ich finde das übrigens super, eine super tolle Art, die Credits zu machen. Denn tatsächlich... Ich finde das übrigens immer super, dass das bei manchen Leuten ganz explizit genannt wird. Und da manchmal so komplett random auch andere Sachen als diese Testsubjekte sind. Mal ein Turret, mal Peabody, mal... Mal schauen, was gleich noch kommt. Das war ich, schläf nur. Mal schauen, was kommt als nächstes. Schlechter Zuhörer. Das ist bitter. Was? Nee, ich kann gleich sogar nicht erscheinen. Tatsächlich noch was dazu sagen. Dazu sagen, wo diese Szene sich abspielt. Montage. Kann ich nachvollziehen. Übrigens stehen da auch die ganze Zeit die Jobs der jeweiligen Personen. Oh ja. Yeah. Ja. Schlampig. Unsicher. Wie kannst du dir da unsicher sein? Wie soll das funktionieren, GLaDOS? Zauderer. Was? Kryptisch. Immer zu spät. Ist das nicht das gleiche wie nie pünktlich, GLaDOS? Immer schlecht gelaunt. Wow, ich wusste gar nicht, dass du selbst da auch dabei bist, GLaDOS. Launisch. Oh, da war ein Companion Cube. No. In Gedenken an Kyubi und Angst Kirby. Konfliktscheu. Ja gut, im Grunde das Gegenteil von GLaDOS. Konfliktscheu. Ängstlich. Wenn jetzt noch unfähig kommt, dann fühle ich mich perfekt charakterisiert. Aggressiv, das mag ich. Woher das bloß kommt, GLaDOS? Schüchtern. Liebt Schadenfreude. Wow, unglaublich viele Mads und Matthews. Kein Selbstvertrauen. Und Michaels. Unterschätzt ja. Arbeitsumfang. Tun sie alle. Oh, Mikes gibt's bestimmt richtig viele. Ja. Oh, bewegt Lippen beim Lesen. Was? Bewegt Lippen beim Lesen? Was ist das für eine Charaktereigenschaft? Kein Mitgefühl. Das kenne ich irgendwoher. Betrüger. GLaDOS, du hast uns ja noch nie angelogen. Aus dem Kühlschrank. Oh, das ist das Schlimmste. Perfektionist, wo liegt das Problem? Schwarzseher. Ey, da war ein Chor. Brandstifter. Gut, das reicht zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Wheatley! Ja. Entschuldigung. Ja, da steht jetzt die ganzen Stimmen der verschiedenen Leute noch. Hey. Oh, sogar noch, wer die Endlieder gemacht hat. Okay.
wie krass man sich fühlen muss, wenn man da als einzelne Person aufgeführt ist neben solchen riesen Firmen. Bei den Special Thanks. Ah, typisch. Nee, aber tatsächlich ist diese Stelle, soweit ich weiß, wo hier gescannt wurden, aus der Story von Portal 2, und zwar hat man da ja eine einzige Stelle, an der man die Zufuhr von Turrets, von funktionierenden Turrets ändert, sodass dann nur noch kaputte Turrets ankommen. Es sind gegenwärtig alle Tests verfügbar. Und da macht man dann ja einen kaputten Turret erstmal als Vorlage rein, und das ist genau die gleiche Ansicht wie die wir da gerade hatten. Und wenn wir wollen, könnten wir jetzt auch noch diese paar Zusatztests machen. Ich